gib schon auf, ja? Verdammtes Ach! Wir werden beschossen! Hoffe, du bist bereit. Ich würde dich heute lieber nicht suchen. Scheiße. Wo steckst du? Zu strippen. Gut, aber das reicht noch nicht. Ein weiteres Kühlsystem arbeitet noch. Die Temperatur steigt deutlich an. Soll ich den Notruf wählen? Wag es nicht. Fängst du an durchzudrehen? Ja, das Denken fällt schwerer. Jetzt bin ich fast auf deinem Level. Die Überhitzungsprotokolle sind aktiviert. Meine Datencontainer sind über dir. Nutz die Drohne, um hochzukommen. Natürlich, Kinderspiel. Aber nach meinen Berechnungen wird eure Effektivität stark abnehmen, wenn ich nicht mehr bin. Komm schon, Dax. Sorgen stehen dir nicht. Vertrau uns. Danke. Und es tut mir leid, dass ich vorhin gesagt habe, ich ficke eure Mütter. Ich dachte, wenn ich euch beleidige, wird das hier vielleicht einfacher. Was für ein... Ich hatte eine Liste mit Zielen, die jetzt niemals erreicht werden. Ich hatte große Pläne für Dexac. Dex, Wunschlisten sind meine Spezialität. Schick sie mir, ich hack sie ab. Komm, mach dich nicht lächerlich. Ihr wüsstet nicht mal, wie ihr anfangen solltet, euch in ein Cyborg-Gehirnnetzwerk umzuwandeln. Checke Archive auf fehlerhafte Dateien. Ich habe gerade Daten von meiner nächsten erfolgreichen DedSec-Rekrutierung gescannt. Bist du etwas gefühlsduselig? Du hast mir gesagt, ich soll meine unterdrücken. Tja, Emotionen sind mir offenbar doch nicht ganz fremd. Oh. Die Deaktivierung dieses Containers ist wie bei allen anderen. Nein, das stimmt nicht. Doch. Du greifst einfach rein. Und bring dich um. Wie könnte ich? Es muss getan werden. Wenn du dir Sorgen um mich machst, denk daran. Ich wurde programmiert, um DedSec zu dienen. Und das dient euch. Und nochmal. Also bitte, lasst mich meinen Zweck erfüllen und euch helfen. Logikfehler. Kompletter Shutdown eingeleitet. Ihr habt eine tolle Zeit, Kumpel. Fehler 21255. Sprachprozessor. Kann ich den Vorgang stoppen? Max, dieses Hintertreten. Das packe ich nicht. Ich frage mich, wo gehen KIs hin, wenn sie sterben? Komme ich in eine Cloud? Vielleicht sehe ich dich als Komponente in deinem Elektrorollstuhl wieder, wenn du alt und grau bist. Falls ich alt und grau werde, ersparen wir uns solche fiesen Gedanken. Gedanke, Idee, Gedächtnis. Bradley, Lieb, Erdbeeren, Rudern, Arthur. Ich kam nie drüber hinweg. Was soll das heißen? Nie hinbekommen. Das heißt, jemanden zu vermissen, den man liebt. Vielleicht für immer. Kommt über mich hinweg.
Danke für alles, Bags. Bloom bestätigt, dass der tödliche Infrastrukturangriff, der London heimgesucht hat, endlich von allen CTOS-Systemen gelöscht wurde. Die Identitäten der Zero-Day-Hacker-Gruppe hinter dem Angriff sind noch unbekannt. Aber Quellen zufolge hat DedSec das Virus aufgehalten. Infolge der Beckley-Angriffe in der letzten Woche führen tausende Londoner an ihren Optikgeräten einen, Zitat, Jailbreak durch, der die vorgeschriebene CSA-App deaktiviert. Der Sirs warnt alle Bürger eingehend. Die Metropolitan Police will unter ihrem neuen Deputy Commissioner Caitlin Lau wieder in London Fuß fassen. Lau meinte, sie werde erst ruhen, wenn die Würde der Met wiederhergestellt wurde. Einer Sozialbausiedlung in Kentish Town erklärten ihr Wohnungsbauprojekt zu einer Kelly-freien Zone. Die Organisatoren behaupten, selbst für die Sicherheit sorgen zu müssen, da Albion in überragendem Maße die... Ein Ex-Albion-Ingenieur, Hamish Bolaji, hat einen weiteren Albion-Skandal aufgedeckt. Diesmal geht es um ein geheimes Steuerungsroboterprogramm. Veröffentlichen Bürger weiterhin immer mehr Beweise für den Machtmissbrauch von Albion und die Korruption innerhalb der Sirs über die DedSec-App. Tausende Bilder, Ton- und Videoaufzeichnungen scheinen darauf hinzudeuten. Die Dark-Web-Gruppe, bekannt als 404, ist an die Öffentlichkeit getreten und hat Beweismittel zu einer groß angelegten Geldwäscheoperation auf den britischen Jungferninseln vorgelegt. Kontrollgremien loben die Gruppe für die Enthüllung der einst unantastbaren Wirtschaftselite. Den DedSec-Widerstand unterstützten zu einem weiteren Zusammenstoß mit Albion-Einheiten. Die Gruppe selbst ist dabei ungewöhnlich ruhig seit dem Bagley-Angriff. Was die Frage aufwirft, ist DedSec wieder einmal verschwunden? Ist nicht mehr als Schrott. Wir können die guten Teile ausschlachten. Nicht ausschlachten! Bagley? Bist du's, mein Freund? Ich bin Bagley, Ihr persönlicher Assistent. Ich mache Ihr Leben auf viele Arten leichter. Suchen Sie Unterhaltung, empfehle ich die Weinmesse in Notting Hill heute Abend. Im Umkreis gibt es mehrere ausgezeichnete Eisläden und... Oh mein Gott, höre ich mich wirklich so an? Die Vorhersage für heute: 34 Albion-Angriffe, 59 Abschieberazzien, 857 Terabyte gestohlene Personendaten und eine Widerstandsgruppe schmollender, jammernder, einfach erbärmlicher Agenten. Dürfte ich vorschlagen, dass ihr jetzt mit dem Selbstmitleid aufhört und wieder in London aufräumt? Los geht die Party! Unser Bagley ist wieder da! Wenn du einen Augenblick hast, könntest du mal zu meinem Terminal kommen. Das ist ein bisschen peinlich, aber mir geht's nicht gut. In Ordnung. Was ist los, Bags? Also, ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Ich habe nämlich nachgedacht. Okay, immer raus damit. Na, ich habe nicht nachzudenken. Ich bin eine superintelligente KI mit ständigem Zugriff auf sämtliches Wissen. Ich habe keine Gedanken, sondern Ladezeiten.
Aber nach allem, was ich durchgemacht habe, ich bin gestorben, habe all die Leute gesehen, die Skylarsen ausgekratzt und in KIs verwandelt hat, wurde wiedergeboren, grübele ich über meine eigene Existenz nach wie ein Aristokrat aus der Renaissance, der des Schikanierens seiner Dienstmädchen überdrüssig geworden ist. Ich glaube, dass ich nicht immer nur Software war. Du glaubst, du warst mal ein echter Junge? Wie gesagt, beunruhigend. Seit wir in dem Labor waren, habe ich tief in meinem Betriebssystem einige Bilder entdeckt. Ich glaube, das könnten Erinnerungen sein, aber sie sind beschädigt. Deshalb bin ich nicht sicher. Ich glaube, so fühlt es sich an, etwas nicht zu wissen. Und ich glaube, ich hasse das Gefühl. Bax, das ist unglaublich. Schick uns die Bilder. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wenn du dann Ruhe gibst. Ich habe sie dir geschickt. Wenn du mir die Orte deutlich zeigen kannst, kann ich das mit den Bildern aus meinem Betriebssystem kombinieren und mich an mehr aus meinem früheren Leben erinnern. Ja, okay. Aus der Ruhe bringen. Entspannt. Ruhe mit der. Menschen sind unersetzbar. Jemand, der sich mit Demos auskennt, könnte gut für der Zeck taugen. Piss dich! Fick dich doch! Komm schon! Wie cool! Tolle Show. Alles klar! Ja, weiter, sehr schön! Automatisierung bedeutet verhungern! Das ist super! Warte auf aktiven Prozessbericht.
wird unrechtmäßige Ansammlungen mit allen Mitteln bekämpfen. Alle Menschen müssen erben. Familienwerte, keine Grundstückswerte. Nenn mich nicht so. Ich heiße nicht so. Schluss jetzt, alle beide. Einen perfekten Abend so zu verderben. Das Konzert war wirklich wundervoll, Schatz. Und dafür haben wir das Cricket-Match verpasst? Sport ist vergänglich, mein Sohn. Aber Wissen, Kreativität, Intellekt, diese Dinge bleiben dir für immer erhalten. Genau, Bagley. Arschkriecherin. Au! Ein sportlicher Wettkampf? Evolutionstechnisch liegt das eine Stufe über zwei Affen, die darum wetteifern, wer sich den größten Stock in den Hintern schieben kann. Und es war mein Lieblingszeitvertreib. Selbstfahrend. Herrlich.
Bescheid für das Match morgen, Dad. Ich hab Geburtstag. Tu wenigstens, als ob du dich freust. Dad? Ja, also hör mal, wir können nicht zum Cricket. Es tut mir leid. Was? Warum? Na los, sag's ihm. Ich... Dein Vater hat beschlossen, uns zu verlassen. Für jemanden, den er wirklich liebt. Das reicht. Wir hatten uns auf einen letzten Ausflug geeinigt und du machst eine Szene. Das hier ist nicht meine Schuld, Kevin, sondern deine. Es ist seltsam, diese Stimmen zu hören. Ich spüre eine Verbindung zu Menschen. Allerdings nicht zu meinem Vater. Ich glaube, der war ein Wichser. Selbst trinken. Gute Idee. Aufs neueste Mitglied des UC-London-Ruderteams. Dein steiler Weg zum Olympiasieg hat gerade erst begonnen. Ihr könnt später mal euren Kindern erzählen, wie ihr euch mit einem zukünftigen Goldmedaillengewinner besoffen habt. Ganz wie du meinst, Bagley. Alter, nenn mich nicht so. Ich heiße nicht so. Rudern, okay. Ist nicht die schlimmste aller Sportarten. Fast eine Wissenschaft. Hat jede Menge mit Physik zu tun. Hast du alles? Nein, ja, habe ich. Hier. Du zwingst mich dazu. Dringende Durchsage. Möglicher Feind an Ihrer Position. Verstanden. Wir greifen an, falls nötig. Habe Sichtkontakt. Zielperson ist zu Fuß unterwegs. Ende.
Ich habe die Zielperson verloren. Jetzt haben wir ihn. Streife Sichtkontakt zum Zielende. Zentrale, wir sollten eine Fahndung einleiten. Hier kommen wir nicht weiter. Bags, häng dich rein! Du ruderst die Themse runter, nur noch 2 Sekunden schneller und dann... Bags? Bags! Oh, Scheiße! Holt die Schwester, er hat einen Anfall! Anfall? Unkontrollierte elektrische Aktivität im Gehirn. Könnte Epilepsie sein. Wie gut, dass ich nicht wirklich auf der Themse war. Okay, Schinkensandwich und Bier. Und einen Erdbeerkuchen mit extra Erdbeeren. Und bitteschön. Hallo, du geiles Stück.
diese Mahlzeit habe ich wohl sehr genossen. Hört ihr wirklich immer dieses Geräusch, wenn ihr etwas esst? Großer Gott! An. Wieder am Ruder. Ich weiß. Nächste Woche habe ich noch eine Behandlung. Keine Ahnung, wie sie das macht, aber ich hatte schon ein Jahr lang keinen Anfall mehr. Ich bin frei. Ich freue mich so für dich, Bax. Nicht mal dieser blöde Spitzname ärgert mich heute, also tob dich aus. Also, wollen wir das wirklich durchziehen? Ich bin bereit für den Rest meines Lebens, Arthur. Und ich möchte, dass du ein Teil davon bist. Ich sollte mich an mehr erinnern. Tue ich aber nicht. Suchen wir den Wichser. Nicht anfangen! Diese Leute sind hier, um dir zu helfen, Ben. Nenn mich nicht so! Sie war das! Man muss sie stoppen! Tu
tun sie ihm nicht weh. Normalerweise ist er nicht so. Lass raus, mein Kopf! Lass raus! Brauchen sofort einen Krankenwagen. Bags! Bagley! Brad! Ich schätze, sie ist Sky Larson. Wohl die übliche Verdächtige, wenn es um Pfuschereien am Gehirn geht. Soweit wir das beurteilen können, leidet Ihr Bruder an frühzeitiger Demenz. Damit hängt auch der gewalttätige Ausbruch zusammen, den er in der British Library hatte. Wir können ihn hier behalten und ihn beobachten. Danke, Doktor. Sie entschuldigen kurz? Natürlich. Hört zu, mir ist egal, was nötig ist. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder in einem Krankenhaus verfault. Frühzeitige Demenz. Aber wenn das stimmt, wann wurde ich neuronal kartiert? Jetzt einen Drink und dann wichsen. Das wär's. Steckt mich zur Zentrale durch.
Das hier wird kein Höflichkeitsgespräch, oder? Nein. Ich habe viel über deine Epilepsie nachgedacht. Nett von dir. Meine Ärzte denken darüber seit Jahren nicht mehr nach. Ich musste alles deswegen aufgeben. Rudern, meine Freunde, meine... Tut mir leid, Bradley. Wow, du benutzt meinen richtigen Namen. Ich muss echt am Arsch sein. Was, wenn ich dir sage, ich habe vielleicht eine Lösung? Ha, du bist ja richtig lustig. Keine Spur. Wir entwickeln eine Technologie. Sie steckt noch in den Kinderschuhen, aber... Sagt dir neurale Kartierung was? Nein. Hier, gehen wir in mein Labor. Ich zeig's dir. Bitte nach dir, Sky. Ich war Sky Larsens Bruder. Ich bin Bradley. Bradley Larsen. Bradley Larsen. Ich habe ein Zimmer gefunden, das auf den Namen Bradley Larsen bis zum 4. April 2040 bezahlt wurde. Von S. Larsen. Dieser Bradley lebt also noch? Wo ist das Zimmer? St. Pancras Hotel. Dein Ziel erreicht. Also mein Ziel. Ich lebe. Bradley lebt hier. Okay, geh einfach rein, wann immer du willst. Hallo, ich möchte gerne zu Bradley Larsen, bitte. Oh, sind Sie ein Freund von ihm? Ja, wir waren oft zusammen im Drowning Post. Ich verstehe. Danke für Ihren Besuch, aber erwarten Sie keine große Unterhaltung. Mr. Larsen hat schon seit über einem Jahr kein Wort mehr gesagt. Seine Demenz hat schon vor langer Zeit Stufe 7 erreicht, aber gehen Sie ruhig rein. Qualifikation in Neuseeland. Der Männerachter gewann mit Rekordzeit gegen Deutschland und die Niederlande, die abgeschlagen Zweiter und Dritter wurden. Der Frauenachter verlor dabei in einem sehr spannenden... Sorry, Bags. Du hast sicher was anderes erwartet. Ich muss mit ihm reden. Schmeiß mich auf die Glotze. Beide britischen Teammannschaften Anwärter... Hör zu. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich habe nachgeforscht und glaube, dass ich dich kenne. Du warst Ruderer. Du liebtest und wurdest geliebt. Du mochtest Erdbeeren. Du hast deiner Schwester vertraut und sie hat dich verletzt. Tut mir leid. Du verdienst Besseres. Aber Skys Tat ändert nichts daran, wer du bist. Du hast ein Leben gelebt, wie ich es nie könnte. Du bist ein guter Mensch. Und ich bin jemand anders. Diese Unterhaltung war sehr erhellend. Danke, Bradley. Es war schön, dich zu treffen. Mach's gut, Bradley. Und was meinst du? Sollen wir dich jetzt Bradley nennen? Nein, nein, ich bin Bagley. Da bin ich mir jetzt sicher. Bradley und ich sind nur gleicher Abstammung. Jedenfalls weiß ich das zu schätzen. Und wenn du je irgendwem erzählst, dass ich das gesagt habe, werde ich euch alle eiskalt umbringen. Ist nicht der Rede wert, Bagley.